Hallo. Nachdem wir das Pronominalsystem oder allgemein das Thema Pronomina einmal im Allgemeinen gesehen haben, gibt es jetzt mal ein Fallbeispiel, nämlich das Pronominalsystem des Altnordischen. Fangen wir an mit dem Personalpronomina. Das ist eigentlich ja so, wie wir das kennen ungefähr. Es gibt eine erste, zweite und dritte Person. Ich, du und er, sie, es. Also bei der dritten Person eine Aufspaltung in die verschiedenen drei Genera, die wir haben. Und im Altnordischen haben wir drei Numeri, nämlich Singular, Dual und Plural. Dabei kann man beachten, dass im Dual die dritte Person komplett nicht vorkommt. Das Paradigma ist also defektiv. Das heißt aber nicht, dass die erste und zweite Person nicht mit relativ hoher Frequenz tatsächlich vorkommen. Also sie werden wirklich schon regelmäßig angewendet. Genau, und was wir natürlich auch beachten müssen, ne, Indogermanen sind stolz auf ihre Kasus und müssen sie natürlich in allen Varianten immer wieder anbringen. Was dir auch noch auffällt, ist bei der dritten Person Singular Neutrum. Da haben wir nicht irgendwas, was mit H beginnt, sondern wir haben etwas, was mit einem Thorn beginnt. Da sind auch durch Supplition die Formen durch Demonstrativpronomina ersetzt worden. Und dasselbe stimmt auch für den ganzen Plural, sowohl maskulin als auch feminin als auch neutral. So, wie werden nun also die Personalpronomina im Altnordischen verwendet? Das ist eigentlich so, wie man das aus dem Deutschen auch kennt. Einem Satz mit Prädikatem aktiv sind sie Subjekt, also Agens des Aktivsatzes. Hier das Beispiel Fluchtikonum wie Han Röskemare, O helft mir kilten Hans. En ecce han mir kender afflatmenum. Die relevanten Sachen habe ich unterstrichen. Han, er ist der Täter an der Stelle. Was machte er? Er schien, und wem schien er irgendwie? Dem König. Also da ist die Konstruktion wie im Deutschen, man scheint jemandem im Dativ. Und wie scheint man jemandem? Ein tapferer Mann und ja, recht groß im Vergleich zu ihm. Dann im zweiten Teil des Gliedsatzes haben wir nochmal das Subjekt Han, er. Doch war er nicht so bekannt unter den Gefolgsleuten. Und der Satz wird eingeleitet durch die Konjunktion en, die kann ja recht viele Bedeutungen abdecken. Und hier ist es so, dass ja, dass es sich anbietet, dass es leicht adversativ ist. Also am Anfang werden positive Eigenschaften genannt in der ersten Hälfte des Satzgefüges bis hierhin. Und dann ist er aber nicht so bekannt unter den Gefolgsleuten. Da bietet es sich dann an, so eine leicht adversative Übersetzung mit doch hier anzubringen. Okay. Zweite Möglichkeit ist, das Prädikat steht im Passiv. Auch dann kann das Personalpronomen als Subjekt dastehen, ist dann aber der Patiens, also derjenige, der was erleidet oder das Opfer so quasi war. Han Thartik in Ostrenginum, da wurde er aus den Fesseln genommen. Er ist derjenige, dem es passiert und was passiert, er wurde genommen. Und im Deutschen ist es eine Konstruktion, eine analytische Konstruktion aus einer Form von Verben plus Partizip Präteritum. Und im Altnordischen ist es auch eine analytische Konstruktion aus einer Form von vera, was sein heißt, und auch einem Partizip Präteritum. Und das bezieht sich auf das Subjekt und deswegen stehen die beiden in KNG-Kongruenz, also Nominativ Singular Masculinum.
Okay, Personalpronomina können aber auch in Präpositionalkonstruktionen stehen, wie zum Beispiel comme ça soit, ad avis geri brulla tu henna. Es kam so, dass Adils für sie ein Brautmahl bereitete. Till ist eine Präposition, die mit dem Genitiv steht. Das ist hier erfüllt mit henna. Und ja, es das heißt eigentlich so in Richtung von oder nach oder zu hin. Und hier ist es aber ein bisschen im abstrakteren Sinn, deswegen würde man es übersetzen mit für sie. Und die Personalpronomina können auch in Objektsfunktionen vorkommen. Und dann ist es auch ganz egal, welchen Kasus das Verb erfordert. Hier sind es jetzt zweimal Dative. Fahr du mehr Gülfringen, enek Münleiner fair. Na, gib du mir den Goldring und ich werde dich verstecken. Und hier sieht man, irgendwie geben braucht ein direktes Objekt, den Goldring, sowohl im Altnordischen als auch im Deutschen. Und es braucht ein indirektes Objekt, nämlich die Person, die dann den Goldring quasi bekommt. Mehr, mir, das wäre die Entsprechung. Enek Münleiner fair, da haben wir wieder ein N, um den zweiten Teilsatz einzuleiten, den zweiten Teil des Satzgefüges. Hier bietet es sich nicht an, dass Adversativ zu machen, sondern man verbindet es dann einfach koordinieren mit dem um, und. Und ich werde dich verstecken. Im Deutschen sehen wir, ist hier ein Akkusativ, aber im Altnordischen haben wir ein Dativ, weil das altnordische Leina, verstecken, als Objektkasus halt ein Dativ hat. Da kann aber Personalpronomen stehen, das ist kein Problem. So, dann haben wir noch Reflexivpronomina. Das sind hier zwei relativ große Tabellen. Es ist, oder drei eigentlich, aber die letzte ist kleiner. So, die Reflexivpronomina im Altnordischen sind entweder frei, und das ist das, was wir hier unten sehen, oder enklitisch und werden an das Prädikat angeschlossen. Und das ist das, was wir hier oben in den beiden Tabellen haben. Und hier steht schon ganz verdächtig mediopassiv. Ja, es gibt eine mediopassivische Konjugation der Verben. Und deswegen kann man hier sehen, dass es eine Unterscheidung nach Präsens und Präteritum gibt. Und eine erste, zweite, dritte Person Singular und eine erste, zweite, dritte Person Plural. Und das Ganze natürlich auch hier unten. So, warum gibt es jetzt zwei Paradigmata? Das hat damit zu tun, dass links ein Paradigma für die schwachen Verben ist, also links schwache Verben, und unten für die starken Verben. Die unterscheiden sich nämlich geringfügig, nicht immer unbedingt in der Form, wie diese enklitischen Pronomina aussehen, aber ich habe das hier mal angedeutet. Stammlaut 1, den man im ganzen Präsens irgendwie sieht. Oh, der Strich sollte da nicht hin, aber egal. Der Stammlaut 1, den man im Präsens überall sieht. Dann gibt es im Präteritum den Stammlaut 2, den man im Singular sieht, und den Stammlaut 3, den man dann in Pluralformen sieht. Das liegt daran, dass wir halt vier Stammformen im Altnordischen haben, weil nämlich die starken Verben im Altnordischen so einen Ablaut haben. Und genau, das ist dann hier S1 die erste Ablautstufe, S2 die zweite Ablautstufe und S3 die dritte. Und es gibt dann noch eine vierte, die ist dann aber für das Partizip Präteritum. Okay, die Reflexivpronomina haben jetzt drei Funktionen. Können entweder ein Passiv ausdrücken, das geht nur mit den enklitischen. Sie können reflexiv verwendet werden, das geht mit den freien und den enklitischen. Oder sie können reziprok verwendet werden, das geht auch nur mit den enklitischen.
Das hier würde ich alles nicht auf die Goldwaage legen. Das sind jetzt nur die Fälle, die ich gefunden habe. Ich habe jetzt aber nicht irgendwelche sprachwissenschaftlichen Publikationen dazu durchgesucht, ob das vielleicht anders geht. Sagen wir mal, das ist so eine 80%-Regel. Genau. Zum Thema 3 hier, Reziprok, muss man noch sagen, es gibt in manchen Sprachen Reziprokpronomina, im Altnordischen ja nicht. Also Reziprokpronomina gibt es nicht und die Reflexivpronomina ersetzen sie vollständig. Beispiele für die Verwendung der Reflexivpronomina. Klar, wenn es drei Funktionen gibt, sollte ich die alle mal zeigen. Also als Reflexivpronomen verwendet, wirkt es auf das Subjekt selbst zurück. Und erstes Beispiel war Hun lädt Fritja sig ut i Wappen hält. Olenis xar i Holma nokrum ok far ir men mit Handy. Sie ließ wen oder was sich auf ein Gewässer hinaustreiben. Das heißt also, dieses sich hinaustreiben lassen wirkt auf sie selbst zurück. Sie ließ sich hinaustreiben. Und was machte sie dann noch? Sie verbarg sich und wenige Männer mit sich dort auf irgendeiner Felsinsel. Und dieses Satzgefüge ist ganz schön. Da haben wir nämlich einmal ein freies Reflexivpronomen und einmal ein enklitisches, die hier aber genau dieselbe reflexive Sinnrichtung tragen. Und zweites Beispiel war, manche Verben kommen nur mediopassivisch, also mit Reflexivpronomen vor. Okay, das ist halt so. Oder Sie können, wenn es beide Formen gibt, mit Reflexivpronomen und ohne, dann unterscheiden sie sich manchmal irgendwie ganz gravierend. Deswegen muss man im Wörterbuch ein bisschen genauer nachgucken, dass man auch die richtige Übersetzung findet. Also nicht einfach bei der nicht-mediopassivischen Form suchen und sich denken, aha, und jetzt mache ich einfach ein sich daraus und dann passt das, sondern man muss wirklich genau gucken. Es gibt hier zum Beispiel das Verb ander, das heißt atmen, aber wenn man halt sich atmet, anders, dann heißt es sterben, was natürlich eine komplett andere Bedeutung ist. Fannsamma Wetter, Andavisk, Ragnhildr, Dokter Hans. Denselben Winter starb Ragnhild seine Tochter. Das ist dann tatsächlich ja, eine mediopassivische Form. Dieses Sterben wirkt ja nicht auf einen selbst zurück. Das ist ja kein transitives Verb, was irgendein Ziel oder Objekt haben kann. Also kann man nicht sich selbst sterben, sondern man stirbt quasi mediopassivisch. Genau. Was man hier auch noch schön sieht, Fan Summer Winter, denselben Winter, das ist nochmal so ein attributiver Akkusativ. Der wird hier besonders deutlich an dem Fan, wo man die Endung ganz gut bestimmen kann, oder auch an dem Summer, wo man auch die Endung recht gut bestimmen kann. Was verwirren könnte, ist das R bei Wetter. Wetter heißt Winter und man würde vermuten, dass das R wegfällt, wenn man es in den Akkusativ setzt. Aber bei Wetter ist es so, dass das R zum Stamm gehört und deswegen bleibt es auch im Akkusativ natürlich bestehen. Okay. Und drittes Beispiel. Wie erwähnt, vertritt das Reflexivpronomen in seiner enklitischen Form die Reziprokpronomina, die es als separate Klasse im Altnordischen nicht gibt. Ochda Kaisari vor Abdöki Saxland irikiset Skildus ver Danakonungr mit Vinaptu. Vinaptu. So. Also Kaiser Otto fuhr danach nach Sachsen in sein Reich. Er und der Dänenkönig Skildusk trennten sich mit Vinachtu, mit Freundschaft oder in Freundschaft voneinander. Im Deutschen müssen wir dieses einander oder voneinander oder miteinander irgendwie verwenden. Das ist hier im Altnordischen einfach in diesem
enklitischen Reflexivpronomen untergebracht. Dann kommen wir zur großen Gruppe der Demonstrativpronomina. Da haben wir drei Paradigmata. Einmal eins mit einer recht schwachen Deixis, das ist das in Orange hier. Dann eins mit einer stärkeren Deixis, das ist das in Grün hier auf der rechten Seite. Das ist für ja, die erste Person, also dieses oder das hier oder diese hier. Und die Deixis für die zweite oder dritte Person, das entspricht in etwa dem Deutschen jener, jene, jenes. Das wird aber auch wie im Deutschen jener, jene, jenes verhältnismäßig seltener verwendet. Das ist dieses blaue Paradigma hier. Die beiden oberen Paradigmata scheinen recht nah miteinander verwandt zu sein. Gut, das sieht man ja auch. Die haben relativ ähnliche Stämme meistens. Auf jeden Fall kommt das Thorn immer vor. Und manchmal sind sie auch einfach nur erweitert um ein Affix hier hinten. Manchmal ist es aber auch mehr, was verändert ist. Fat und Fechter, da ist irgendwie auch das A dabei, aber es ist hier noch ein Stammumlaut eingetreten. Aber die scheinen auf jeden Fall ja, kognat zu sein. Ich habe da jetzt aber nicht genauer in die Sprachgeschichte geguckt. Okay, das Paradigma links ist verhältnismäßig seltener, wie gesagt, und entspricht in etwa dem Neuhochdeutschen jener, jene, jenes. Aber das Paradigma entspricht dem des Artikels in, oh, das sollte nur ein M sein, Entschuldigung, in it, beziehungsweise n et, welches es in jüngeren Texten auch manchmal ersetzen kann. Das ist nämlich so, dass der Artikel in zwei Formen vorkommt, der kann manchmal auch mit einem E geschrieben werden. Und das kommt dann immer ein bisschen auf den Autor und die Gegend und so weiter an, aber normalerweise in normalisierten Versionen sieht man diese I-Form bzw. in jüngeren Texten nochmal vorne durch dieses H erweitert, die Hin-Hit-Form und so weiter und so fort. So, auch das schauen wir uns mal in der Praxis an. Die Demonstrativpronomina können ein recht breites Spektrum an Funktionen erfüllen. Der folgende Satz zeigt zwei mögliche Verwendungsweisen. Dann das mal durchnummeriert hier. Hans Sagerthaim at vi varhav varkomin adanhav vi fluid or bykdin krevigasakir. Also er sagte diesem, irgendeiner der hier sein muss, dem, diesem, dass er deswegen free dorthin gekommen war, weil er wegen der Kämpfe aus der, ich kann nicht mehr schreiben, das ist natürlich eine große Stadt mit DT, weil er aus der Stadt geflogen war. Vielleicht war das auch irgendeine Autokorrektur, die mir da reingepfuscht hat. Genau. Was habe ich dazu notiert? Es kann substantivisch als Verwendung für ein Personalpronomen stehen. So, das ist schon mal das. Eigentlich hätte man ja hier Honum erwartet. Ne? Er sagte ihm, bla bla bla. Aus irgendeinem Grund war das hier wahrscheinlich sinnvoller, nochmal irgendwie eine Deixis, eine genauere mit einzubringen und deswegen das Demonstrativpronomen zu verwenden. Also steht da Fame. Wie dem auch sei, Dativ auf jeden Fall. Indirektes Objekt, einer kriegt es ab, das gesagt zu bekommen. Und die Demonstrativpronomina können teils auch eine erstarrte Form annehmen oder angenommen haben und tragen dann eine abgewandelte Sinnrichtung. Neben wie, darum, daher, deshalb, deswegen, das ist wahrscheinlich einfach mal ein instrumentaler Dativ gewesen, also mit dem oder durch das, kommt auch fest so der Art auf diese Art und Weise öfters vor. Für fest habe ich jetzt keinen Beispielsatz gemacht. Öfters. Ich muss mich hier selbst korrigieren mit meiner Schreibung, da muss natürlich ein bisschen Übung finden. Okay, also. Häufig treten die Demonstrativpronomina aber attributiv auf.
Und wie immer ist hier die KNG-Kongruenz zum Bezugswort zu beachten, super wichtig. Thesgete fordes Jarexon idrapulferi erhan orti um foral. Davon, das ist hier mit einem Genitiv ausgedrückt, also dessen, erzählt Ford Sjarekson in der Drapa, Drapa ist so eine Gedichtform, welche er auf Thoral dichtete. Und in der Drapa, oder in dieser Drapa, die folgt dann danach in der Saga, da müssen wir beachten, das Demonstrativpronomen, das kann übrigens mal formal nachgestellt sein, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, muss in Casus Numerus und Genus übereinstimmen und das hier ist ein Dativ Singular Maskulinum. Okay. Nein, Entschuldigung, Femininum, Dativ Singular Femininum, kein Maskulinum. Genau. Und was hier zum Beispiel auch nochmal auffällt, hier haben wir von etwas sprechen und das, wovon man spricht, im Deutschen ist es ein Präpositionalobjekt von bla 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 sprechen und im Altnordischen erfordert das ein Genitiv, darum fest. Das Demonstrativpronomen hin, hit kann in zweifacher Verwendung auftreten, einmal als Demonstrativpronomen, dafür sind hier, ist das erste Beispiel. Konungis sagt wie Atandremvi hinna fürstono Atan fruchtis utistadet osja über alt rekiset. Der König sagte, dass er in der oder jener ersten Nacht träumte, dass es ihm so schien, als stünde er draußen und sähe über sein ganzes Reich. Und hier ist die erste Nacht, die steht im Akkusativ Singular. Und hier sehen wir auch schon wieder, wir machen das im Deutschen mit einer Präposition. Könnt ihr auch ohne machen, dass er die erste Nacht träumte, bla bla bla. Das ist also wieder so ein adverbialer Akkusativ. Ja, was wir hier haben, ist natürlich wieder eine Übereinstimmung in der KNG-Kongruenz und hier haben wir noch ein Adjektiv und das wird natürlich schwach flektiert, weil wir ja den, das Demonstrativpronomen oder den Artikel davor haben. Ob es jetzt das eine oder das andere ist, ist in diesem Satz relativ unklar. Man kann das als beides interpretieren, als Artikel oder Demonstrativpronomen. Okay, hier ist es ganz, ganz klar, der Artikel im zweiten Beispiel. Sigurdial var hin kersti vinner Harkonna konungs. Ja, Sigurd war der liebste Freund König Harkons. Warum ist das hier ein Artikel? Wir haben hier einen Superlativ, erkennbar durch dieses ST, so wie im Deutschen auch, ne? Der liebste. Und im Lateinischen ist das gab es eine Assimilation von ST zu SS, Amantissimus. Da hätten wir ein Doppel-S statt ST. Und der Superlativ erfordert immer einen Artikel, deswegen kann das hier nur der Artikel sein. Okay. In der dritten Person Singular und Plural vertreten Sa etc. und Sja etc. die Personalpronomina. Es gibt keine Dualform. Also man kann irgendwie nicht sagen, die zwei da hinten. Oder diese zwei hier, je nachdem. Og var psa fundafera, at egifeldi tvamen en hinje er eptevaru flopu sa iskogen. Und so, eigentlich wörtlich, und dieses, war deren Treffen, hier im Genitiv, Fera, dass Egil zwei Männer niederschlug. Hier erkennt man noch das deutsche Wort fällen, er fällte zwei Männer. Und jene, Hinir, das hätte ich auch noch unterstreichen müssen,
Die dahinter waren Eptir, Englisch after, Varu, Hloputhar, Skogen. Die liefen da in den Wald. Genau, da haben wir halt die dritte Person, die oder jene, Hymir und so weiter. Besitz muss auch ausgedrückt werden und dafür haben wir Possessivpronomina, eine ganze Reihe, das hier sind nicht alle. Wenn der Possessor im Singular steht, dann gibt es diese schöne Opposition zwischen M, Thorn und S, was im Deutschen ja mein, dein und sein ist, also bei uns MDS. Und genau, worauf muss man achten? Alle vier Kasus, und zwar im Singular und im Plural, aber es gibt keine Possessivpronomina im, also zumindest für singularische gibt es keine dualischen. Also es gibt extra dualische, die sind halt hier unten in Orange. So. Okay. Nichts Spektakuläres, es gibt mein, dein, sein. Und das Ganze kann man dann maskulin, feminin oder neutral machen, denn die müssen ja in KNG-Kongruenz stehen. Dann kann man irgendwie sagen, sin wiener, sein oder ihr Freund, weil sin für beide Geschlechter geht. Dann kann man ja, sagen, fin, fin, keine Ahnung. Wölver oder so, deine Seherin. Oder man kann sagen, Sitt, Hus, sein oder ihr Haus. Und so weiter und so fort. Okay, dann gibt es noch Possessivpronomina extra für den Dual. Das ist hier in Orange unten. Jetzt sollte ich mal die Farbe wechseln, wenn ich das jetzt anstreiche. So. Und genau, hier ist für die erste Person, also wäre das unser beider. Kann man sagen hier, unser beider Freund wäre Ochkar Wiener. Unser beider Seherin wäre Ochkur Wölver und unser beider Haus wäre Okkart oder Okkart Hus. Und das muss natürlich auch in den Singular und Plural gesetzt werden. Weiß nicht, unser beider Männer wären dann Okriamen. Und so weiter und so fort. Genau. Alle vier Kasus müssen immer beachtet werden. Diese Possessivpronomina aller Personen-Numeri tauchen eigentlich ziemlich frequent im Altnordischen auf. Also Besitz wird immer ausgedrückt. Und zwar wirklich für alle dieser Possessivpronomina. Die singularischen, die pluralischen, aber auch die dualischen. Schließlich Erdler Eck Ichra Bonner, Admir Ersat Mode Ichkur Werimer Walditekin. O hernumin hem hö. Umso weniger halte ich euch beide für erbberechtigt. Hier ist das Ücker Personalpronomen, deswegen habe ich das nicht unterstrichen an der Stelle. Ad mer ersagt, das ist auch ein Personalpronomen. Mother Ichkur, euer beider Mutter. Und da ist es tatsächlich ein Possessivpronomen. Mother Ichkur ist euer beider Mutter. Also Ochkar ist unser beider, Ichkur ist euer beider. Ja, sei mit Gewalt geraubt und als Gefangene heimgebracht worden. Achtung, hier ist das erste Ökra Personal und kein Possessivpronomen. Genau, aber die stammen natürlich offensichtlich aus demselben Paradigma wegen Ök. Und Ök, das erkennt man ja sofort wieder.
Ganz wörtlich müsste man dann eigentlich sagen, die euer beidrige Mutter, weil das ja attributiv gebraucht wird, aber es wäre natürlich stilistisch komplett daneben. Okay, gucken wir das mal noch an einem anderen Beispiel an. Räfek fat ad verwindem segelwart o sigvim ut aha. Ich beschließe das. Eigentlich nur ich beschließe, aber ich wollte das hier noch mit übertragen haben. Dass wir unser Segel hissen, wart, das ist für die erste Person Plural. Segel ist neutral, also muss es auch ins Neutrum gesetzt werden mit diesem charakteristischen T hinten und aufs Meer hinaus segeln sollen. Genau. Und ein zweiter Beispielsatz: Willig Fahrer fahrtil. A fair hafif if mester blot ifrat oxia fasido ifra. Ich will dorthin fahren, wo ihr euer größtes Opfer fest habt. Das hier ist zweite Person Plural. Und dort eure nochmal zweite Person Plural Bräuche sehen. Das Blot, das Opferfest und das Opfer ist neutral. Darum haben wir hier dieses charakteristische T, Neutrum Singular. Und man sieht, wen oder was die Bräuche, eure Bräuche, und die sind dann natürlich auch in KNG-Kongruenz übereinstimmend. Letztes Beispiel: Qui ad aequate ad huga senior standa fatil, er Haralda er Eriksson Fostursson Finn. Weil ich weiß, dass deine Gedanken, hier habe ich es mal für die zweite Person Singular genommen, standa fatil, er Haralda er Eriksson Fostursson Finn. Hugir Senior, deine Gedanken müssen natürlich in KNG-Kongruenz stehen. Das ist, ja, sieht man dann auch an der Stelle. Fostus son Finn, der Sohn, steht auch in KNG-Kongruenz mit Finn. Genau, da gibt es wart, unser, unsere, unseres. Es gibt Ofka, Ifka und Ifra und so weiter, und die gehen alle nach den starken Adjektiven. Die singularischen Minfim-Sim richten sich nach der Flexion des Artikels bzw. hin, hit. Die Interrogativpronomina des Altnordischen fallen in zwei Gruppen. Entweder sind die nominal und unveränderbar, oder sie werden adjektivisch verändert und dann verwendet, nicht verändert. Und dann ebenso wie starke Adjektive flektiert. Die einfachen Interrogativpronomina habe ich hier mal ein paar Beispielsätze einfach gemacht. Tha, spur die Konungr. Quasaveri inikli mavr, erfahavdi druchkit mest umkrellt. Da fragte der König, wo Hvar der große Mann sei, der da am Abend am meisten getrunken hatte. Hvi ertu einkommen i Jötunheimer. Das hier ist ja ganz offensichtlich ein Dativ, aber der ist mal wieder ja, anderweitig verwendet worden. Warum? Statt womit oder durch was? Was man hier bei einem zweiten Beispiel nochmal gut sehen kann, was, was vielleicht wichtig ist. Hier haben wir wieder so eine Kontraktion, wo er und zu zusammengesetzt oder zusammengezogen wurden. Zu Erbtuch, das passiert ja manchmal. Also bist du. Das wäre eigentlich er plus zu. Dritter Satz: Florius Segir. Quersu Mikla
Plant Semi 8 Thu with Erling. Eine, ja, wie große Verbundenheit hattest du mit Erling? Genau, wer so ist wie. Und das ist auch nicht veränderbar. Letzter Beispielsatz. Zwar quach ausführen, eda chresu fichiter frendi. So ist es, wir müssen im Deutschen noch ein S einfügen, das braucht man hier im Altnordischen nicht, da ist es leer. Quath Asbjörn, sprach Asbjörn. Oder wie scheint es, wird hier auch wieder eingefügt und im Altnordischen steht nichts, es dir, Freund oder Verwandter, dieses Fremde kann ja Freund oder Verwandter heißen, genau. Ein bisschen Sonderfall ist das Interrogativpronomen Chwat. Das hat nämlich ja ein etwas defektives Paradigma. Da fehlt nämlich was im Maskulinum und Femininum. Aber egal, trotzdem einfach Beispielsätze. Konungr van Ahonum Chreslu ob Maeti. Chwat Erno Svein. Viltus Svikjamik? Und der König entdeckte die Furcht in ihm und sprach: Was ist nun, Svein? Willst du mich verraten? Genau, er fand Ahonum an ihm, ja, die Furcht und sprach. Und dann, ja, ganz unspektakuläre Verwendung: Hier ist unser Interrogativpronomen. Und der zweite Beispielsatz ist: Jalp Melti, Hui Ertus Svar Blaker, Entstündung Svarta Semjörf. Hier haben wir wieder ein Hui, warum. Und das sehen wir unten im Neutrum wieder. Ne? Das ist eigentlich, ist es ein Dativ Singular. Warum bist du so blass und manchmal so schwarz wie Erde? Und dann kommt dahinter noch irgendwie so ein Satz, so von wegen bla bla, willst du mich verraten? Eigentlich genau dasselbe wie oben auch, aber ich habe jetzt irgendwie die beiden Sätze nur gefunden. Okay, dann noch die adjektivischen Interrogativpronomina. Da gibt es einmal chwer, chwer und chwert. Welcher, wer oder welcher von mehreren. Das flektiert wie ein starkes Adjektiv der Ja- oder Jo-Klasse. Dann gibt's Chwar, Chwar, Chwat. Das ist wer oder welcher von Zweien. Das heißt, wir haben einen Unterschied zwischen Plural hier oben und Dual hier unten. Und dann gibt es als drittes noch Chwiliker, Chwilik und Chwilikt. Wie beschaffen oder was für ein. Und da ist es dann so, dass Chwer und Konsorten und Chwar und Konsorten auch substantivisch gebraucht werden können. Ich habe einfach mal Beispielsätze gemacht. Chwiliker Asiono Hafar Englar. Was für ein Aussehen haben Engel? Das ist, glaube ich, aus dem Edukidarium. Genau, wie man hier sieht, KNG-Kongruenz muss eingehalten werden. Frander Segir Engu Fychke Merskipta Chwer Land A. Frand sagt: Es scheint mir nicht von Belang zu sein, wer das Land besitzt. Da hat er nicht eine Auswahl aus Zweien, sondern es ist ihm ganz wurscht, wer von der Menge von Menschen, die es potenziell besitzen könnten, wer es da besitzt. Munek faratil orostu ok vetalith öðrum hvarum en egi fikir oder fikir mer skipta. Ich warum flocki ek m.
Ich werde zu einem Kampf fahren und einem der beiden, Chwarum, Ehre helfen. Und es scheint mir nicht wichtig, in welcher der beiden, nochmal Chwarum, Truppen ich bin. Also da gibt es tatsächlich eine Opposition. Ein Heer, das andere Heer. Und ihm ist es egal, welches von diesen beiden er nimmt. Also ist es folgerichtig das richtige Interrogativpronomen Chwar, beziehungsweise eine Form davon. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, das muss natürlich hier ein Akut haben, um die Länge anzuzeigen. Quer nicht, quar schon. Gut. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Letzter Beispielsatz. Han svurvitha hvat Thorolfr veri heima i Torgum. Er fragte da hvat, ob Thorolf daheim in Torga sei. Bei ob ist ja immer die Antwort dann entweder ja oder nein. Also es ist irgendwie dualisch. Das heißt also, der Akkusativ Singular von hvar kann so einen Termsatz einleiten, in Form eines indirekten Fragesatzes. Und da kann dann nur die Antwort das eine oder das andere sein. Deswegen ist es komplett sinnvoll, dass da das Dual-Interrogativpronomen verwendet wird. Nächste Gruppe sind die Indefinitpronomina. Da gibt es eine ganze Menge. Es gibt ein, eight. Das kann auch das Zahlwort sein. Eins, eine, ein. Und das heißt dann irgendein oder irgendeine oder ein einziger, ein einziger, ein einziges, ein gewisser, eine gewisse, ein gewisses. Genau, flektiert natürlich wie das Zahlwort 1, denn es ist faktisch das Zahlwort 1. Und das wird ganz analog zum Possessivpronomen bzw. zum Artikel flektiert. Nächste ist ein bisschen schwieriger, das ist ein quer und da sehen wir hier, Maskulinum ist sowohl im ersten Bildungsteil markiert als auch im zweiten. Dann haben wir ein quer, das Feminine, was hier auch in beiden Teilen kodiert ist. Und dann haben wir echt quert. Und das ist neutral und das ist dann auch in beiden Teilen kodiert. Aber der vordere Teil flektiert nur im Nominativ Singular und in allen anderen Formen ist es uniform ein mit einem N. Und der hintere Teil, der flektiert wie quer und so weiter und so fort nach den starken Ja-Jo-Adjektiven. Und weil das Ganze ja attributiv verwendet wird, ist es dann so, ihr seht vorne immer ein ein. Und hinten dann ein quer in der Form, die gerade notwendig ist. Okay, dann haben wir noch summer, sum, summt, irgendeine, irgendeiner, irgendeins, beziehungsweise mancher, manche, manches. Oder im Plural kann man das dann auch mit einige übersetzen. Und das flektiert wie ein ganz normales, starkes Adjektiv der AO-Klasse. Und dann haben wir noch Nöchkur, Nöchkurt, irgendeine, manche, einige, also eigentlich so passend oder so wie Summer auch. Die werden beide tatsächlich verhältnismäßig gleich häufig verwendet. Nöchkur hat aber ein eigenes Paradigma, Unterscheidung wieder zwischen Singular und Plural, alle vier Kasus müssen eingehalten werden. Es muss unterschieden werden nach maskulin, feminin und neutral. Und ja, das Paradigma wäre dann das, was hier steht. Okay, hier das Ganze mal in Anwendung. Da habe ich einen Beispielsatz für ein und echt. En Eriker, Feldisa, Badabreuner. Sina Itunsbergi, einem Vetri ebte Antlat Haralds Konungs. Also, und Erik erschlug in dem einen Winter
ne, einem Wettrei. Nach dem Tod König Harald seine beiden Brüder in Tonsberg. Ja, und das ist halt ja, so ein Winter, irgendein Winter. Vielleicht könnte man auch sagen, in einem einzigen Winter, wenn man irgendwie betonen möchte, dass, dass er das nicht über längere Zeit verteilt hat, sondern unmittelbar hintereinander halt im Winter desselben Jahres gemacht hat. Was wir hier nochmal sehen, gehört jetzt nicht zum Thema, aber hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Hier steht auch nochmal bei Winter, Wetter, das I vor dem, das R vor dem I, das den Dativ Singular anzeigt, woran man dann nochmal sehen kann, dass es R stammhaft ist. Okay, nächstes wäre dann Einhver, Einhver und Echtwert. Auch irgendeiner, jeder oder jedes einzelne. A Einhver Jusumri, Vorhan mit Hersinti Danmerker. Ja, in irgendeinem Sommer fuhr er mit seinem Heer nach Dänemark. Ja, seit irgendein Sommer, da wird dann nicht genauer gesagt, welcher das ist. Also irgendwann ist es einfach mal passiert und deswegen nimmt man hier Einherio. Hier nochmal schön das Wort Sommer im Deutschen hat zwei Silben und im Nominativ ist Sumar auch zweisilbig. Aber wenn durch eine Kasusendung eine Silbe hinzugefügt wird, so wie hier durch das I, dann gibt es hier diese Synkope, wodurch das A zwischen M und R wegfällt, weil die Betonung ja auf der ersten Silbe liegt. Das ist ja Sumri bzw. Summar und dieses unbetonte A fällt dann weg. Okay, nächstes Beispiel wäre dann Summer, Sum, Sumt, irgendeiner, mancher oder im Plural auch einige. Ich habe hier ein pluralisches Beispiel einfach genommen. Fallen war ok en hus Karlsteiners en sarir sumir. Ein hus Karlsteiners war gefallen und einige verwundet. Hier ist sumir im Plural. Entsprechend müssen wir das als einige wiedergeben, wenn wir das ins Deutsche übersetzen. Hier ist nochmal ein hus Karl. Das hätte ich vielleicht auch unterstreichen können. Also einer von denen wird nicht genauer genannt, deswegen gibt es einfach dieses ja, unbestimmte Zahlwort. Und unser letztes ist dann Nechkur, Nechkur und Nechkurt. Auch irgendeiner, mancher oder im Plural einige. Han achti Nechkura Orostur mit Gunhildasonu. En Drapusk Margamenführer. Er hatte einige Kämpfe. Hier sind die einigen. Die beiden stehen auch wieder in KNG-Kongruenz, so wie alles, was wir davor hatten, auch. Ne? Hier im ersten Beispiel Ein Hverju, Dativ Singular, passt zu Sumri, Dativ Singular. Ein Huskal Nominativ Singular Maskulinum passt zu Nominativ Singular Maskulinum und verwundet Nominativ Plural Maskulinum und Sumir auch Nominativ Plural Maskulinum. Also KNG-Kongruenz immer schön eingehalten, wie sich das gehört. Oh, das war gerade das zweite Beispiel. Das erste ist hier oben mit einem Vetri, aber da natürlich auch. Okay, genau, er hatte einige Kämpfe mit den Gunhildssöhnen und dabei wurden viele Männer erschlagen. Hier sieht man nochmal, was wir eben hatten, dieses enklitische Reflexivpronomen und das wird hier als passiv übersetzt. Also sie erschlugen nicht sich selbst, das ist nicht reflexiv. Sie erschlugen vielleicht einander, das könnte man noch sagen, und dabei erschlugen sich gegenseitig viele Männer. Wäre auch eine mögliche Übersetzung. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, das einfach passivisch zu übersetzen. Dabei wurden viele Männer erschlagen. Okay.
Okay, dann haben wir noch die zweite Hälfte. Alle oder jeder. Das ist ja auch relativ unbestimmt. Da gibt es auch eine breite Auswahl. Wer, wer und wert. Jeder Mögliche. Das ist dann Plural. Und war, war, wart. Das ist dann jeder von beiden. Das wäre dann die Dualform. Und die flektieren genauso, wie wir das oben schon gesehen haben. Das eine nach Ja, Jo und das andere nach Ao. Also ganz normal wie die starken Adjektive. Höskul svafja husfreju sinni hverja nocht sidan han kom heim en han var farfith vith frilluna. Höskul schlief jede Nacht. Hier ist Plural gemeint, es sind mehr als zwei. Hverja nocht, auch wieder KNG-Kongruenz eingehalten. Bei seiner Frau, nachdem er heimkam und war wenig bei seiner Geliebten. Hier sehen wir, dass das Altnordische bei den Personalpronomen ja sogar ein bisschen spendabler ist als wir, nachdem er heimkam. Da steht einmal das Han. Und er war wenig bei seiner Geliebten, könnte man im Deutschen sagen, aber man lässt es ja in der Regel weg. Aber hier im Altnordischen, da steht nochmal das er, auch in diesem Teil des Gliedsatzes. Dann haben wir hier einmal vorne den Hauptsatz, dann haben wir einen temporalen Nebensatz und dann dem noch, mit dem noch koordiniert noch einen zweiten Gliedsatz, der mit zu diesem temporalen Nebensatz gehört. Okay, nächstes wäre Hverju manni var hann sterkari og fimmari og eru þar margar frasagnir ritaðar vat. Er war stärker und flinker als jeder Mann und viele Geschichten sind darüber geschrieben. Genau. Hier sieht man auch, das steht im Dativ Singular, so wie der Mann auch im Dativ Singular steht. Dativ Singular I macht keinen I-Umlaut im Stamm, darum Manni und nicht Manni. Und warum steht das Ganze hier im Dativ? Ne, man beachtet den Dativ als Fall des Vergleichs. Das nennt man dann Dativus Comparationis. Das gibt es, ich meine im Griechischen auch, da ist auch der Dativ der Vergleichsfall. Im Deutschen auch jemandem ähneln. Und weiß nicht, im Lateinischen ist es zum Beispiel der Ablativ, der da stehen würde. Okay, dann gibt es hier noch eine zweite Anmerkung. Dazu kann es auch pläonastische Formen von hvar und so weiter geben, plus tvegi. Tvegi ist irgendwie vom Zahlwort tveir abgeleitet, das heißt zwei. Zwei ist deklinierbar. Darum sieht man hier auch das R für Nominativ Singular Maskulinum. Und dafür habe ich jetzt auch noch ein Beispiel genommen. Þá segði Haraldakonungr Rögnvaldjarl uffr Möri Hvarvegju og Rámsdal Oxneri norða aftur til Þrándheims og hafði um sig mikið fjölmenni. Hier ist das Wort für einsetzen, ne? Da setzte König Harald den Jarl Rögnvald in beiden Hvarvegju ein. Das erste Bezugswort steht davor und das zweite Bezugswort steht dahinter. Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt, ob das immer so ist. Kann auch sein, dass beide davor oder beide dahinter stehen, aber das ist jetzt hier die Konfiguration, die wir haben, dass dieser Block irgendwie zusammengehört. Und Sneri, ne, wandte sich danach nordwärts nach Trondheim. Und hatte eine große Schar Männer um sich, also ganz wörtlich, und hatte um sich eine große Vielmannheit oder sowas. Das kann man nicht so richtig wörtlich übersetzen. Darum muss man das im Deutschen dann ein bisschen abwandeln. Und hier sehen wir, da ist ja auch ein koordinierter Satz, der durch das Ok eingeleitet wird, aber da steht zum Beispiel jetzt hier kein Personalpronomen, da könnte auch noch Ok, Han, Hafni und so weiter stehen, tut es aber einfach nicht. Genauso wie hier an der Stelle auch noch ein Han stehen könnte, tut es aber auch nicht. Okay.
Dann gibt es noch mehr Indefinitpronomina. Und zwar ein rein sächliches, das gibt es nur im Singular, das ist das obere hier in diesem bräunlichen Ton. Und dann nochmal eins für alle Generalen, Singular und im Plural. Hier sehen wir Singular und Plural. Mit der Maus Sachen einzukreisen ist auch ein bisschen hässlich, naja. Und dann hier für alle Generale, maskulin, feminin, neutral. Und ja, das ist, ist halt ein Paradigma, was man wieder auswendig lernen muss. Einige Sachen erkennt man wieder. Hier ist zum Beispiel dieses S, was im Genitiv Singular häufiger drankommt. Das sehen wir hier oben auch beim Quesquis. Da werden ja offensichtlich auch beide Bestandteile, einmal das Quest und einmal das Ki, also Kis, dekliniert. Nominativ Plural Maskulinum, da haben wir auch schon öfters mal eine Ir-Endung gesehen. Femininum haben wir schon öfters eine A-Endung gesehen. Im Neutrum sieht man häufig das T, das sieht man hier auch wieder. Natürlich in beiden Kasus. Ja, im Nominativ und Akkusativ in den beiden. Genitiv Plural wie immer auf A, beziehungsweise Ra, aber ein A ist auf jeden Fall immer da. Und relativ häufig im Dativ Plural hat man ja ein Um, wobei es hier auch eine Parallelform nicht mit Um, sondern mit Umgi gibt. Na gut. Beispielsatz: Ok er sat under, er ser latit honum chvadvetna chlöda. Und das ist ein Wunder. Hier kann man sehen, laut gesetzlicher Ausfall des W vor einem gerundeten Vokal. Im Deutschen ist das W noch vorhanden vor dem U. Er sehr, dass ihr latet, lasst honum, eigentlich ihm, also jemandem etwas lassen oder jemandem etwas gewähren. So könnte man es vielleicht auch übersetzen, aber es ist ein anderer Objektskasus mit dem Lassen als bei uns auf jeden Fall. Wen oder was? Alles. Chvate vetna. Chlüda. Chvadvetna sehen wir hier oben im Akkusativ, passt also. So, dann noch die Negativpronomina. Da gibt es vier Paradigmata und von denen kommen zwei häufiger vor. Die habe ich jetzt genannt, die anderen habe ich einfach mal ausgelassen, weil die wirklich extrem selten sind. Das linke Paradigma, das ist das rötliche hier oben, bezeichnet die einfachen Pronomina keiner, keine, keins. Und ist sehr inkonsistent in seinen Formen. Hier sieht man ja so eine Alteration zwischen E und Ö öfters mal. Dann gibt es hier verschiedene Varianten im Genitiv zum Beispiel. Steht das Genitiv S da oder steht es nicht da? Ist das K stimmlos oder ist das ein G stimmhaft? Hier in den im Akkusativ Singular oder im Nominativ Plural bei Maskulinum und Femininum. Da kann manchmal irgendwie ein war oder wo Stamm zugrunde liegen oder zugrunde gelegen haben oder wieder erscheinen. Also das ist alles ein bisschen, bisschen schräg, aber es gibt auch viele Elemente, die man wieder erkennt. Dieses Genitiv Singular S zum Beispiel, im Femininum dieses Genitiv Singular ar kennt man auch. Im Neutrum ist es wieder ein S, das kennt man ja auch. Dativ endet im Singular auch öfters mal auf ein I, das ist also auch nicht ganz so überraschend. Im Neutrum ist wie immer Nominativ und Akkusativ identisch, sowohl im Singular als auch im Plural. Genau. Das kann man bestimmt alles sprachhistorisch ganz schön auseinander dividieren, machen wir jetzt aber nicht. So, dann haben wir unten noch dieses grünliche Paradigma. Das sind die Pronomina für den Dual, also keiner, keine, keins von beiden. Und das läuft fast analog zu dem Paradigma von Chvergi, jeder, jede, jedes. Genau, das sieht man hier und auch wieder mit unseren üblichen Elementen Genitiv Singular S oder Genitiv Singular ar. Hier nochmal ein S. Dann, was man auch öfter sieht, dieses I oder U, das T im Neutrum, identischer Nominativ und Akkusativ im Neutrum, sowohl singularisch als auch pluralisch. Ja, einfach nur ein Paradigma, was man halt sich nochmal zu Gemüte führen kann.
Beispiel. Genau, habe ich ein paar rausgesucht. Sat, Hyg, Ek, Sigr, Hakon, Ardana, Konungr, Muni, Engra, Vana, Ser, Rechtenda. Ich glaube, ganz wörtlich, das glaube ich oder das denke ich, sagt Hakon, dass der Dänenkönig dir keine Rechte abschlagen wird. Und die Rechtenda und die Engra müssen natürlich in KNG-Kongruenz stehen. Weil die ja aufeinander bezogen sind. Also das ist ein attributives Pronomen. Und wenn man jemandem etwas abschlägt, dann steht der im Dativ, so wie im Deutschen auch. Aber das, was abgeschlagen wird, steht bei Varna im Genitiv. Also haben wir hier einen vom Deutschen abweichenden Objektskasus mit Engra und Rechtenda. Nächstes Beispiel ist nochmal mit einem Neutrum. En erther Haralde Konunger gengo Aland, tha fengo ther echge herfang. Ich habe mich jetzt mal entschieden, das mit einem Aber zu übersetzen, denn man würde ja normalerweise erwarten, dass sie Beute machen, aber passiert nicht, darum leicht adversativ hier übersetzt. Aber als König Harald und seine Leute nicht an Bord, sondern an Land gingen. Entschuldigung, das habe ich irgendwie verbockt. Der Maus zu schreiben ist noch schlimmer, als damit zu unterstreichen. Also, an Land gingen, da machten sie Tha Fengu Fair. Ja, das hat hier Fengu tatsächlich mit Fangen zu tun. Machten sie wen oder was nicht, keine Beute. Beute ist halt so ein kollektiver Singular. Natürlich viele Beutestücke, aber es ist die Beute im Singular, im Deutschen wie auch im Altnordischen. Und die ist neutral, deswegen in KNG-Kongruenz passend dazu das Echki. Nächster. Setium her sidan frith i millum landavara o heri chvarigir a adra. Wir beschließen hiernach, Sidan, einen Frieden zwischen unseren Ländern, also Frith Imillum zwischen Landavara. Diese komplexe Präposition zwischen erfordert ein Genitiv, also Landavara. Und keiner soll beim anderen heeren. Okay. Das ist klar, dass hier ein Allgemeinheit sein muss, denn es sind zwei Leute, die einen Frieden beschließen, die beide über ein bestimmtes Land herrschen. Und bei zwei Beteiligten muss man hier dieses dualische Negativpronomen setzen. Dann haben wir noch die neutrale Form Hvatki. Und das steht oft mit Ne zusammen. Hvatki irgendwas ne und das heißt weder noch und das ist eigentlich das negative Pendant oder Gegenstück zu be wie ok und das heißt ja sowohl als auch. Okay, Beispiel. Gaukathorie svarar sege adhan va hvatki kristin ne heiden. Ich weiß gar nicht, warum das hier steht. Es muss mir irgendwie untergekommen sein. Also Gaukathorir antwortet, dass er, hier wieder Personalpronomen er, weder Christ, also Hvatki, Christin, ne Heiden, noch Heide war. Genau, das ist halt diese Korrelation, die es oft gibt. Also entweder be wie ok. Entweder sowohl als auch oder Hvatki ne und das ist weder noch. Ja, was man hier nochmal sehen kann bei Kristin und Haven ist, dass das hier ja im Nominativ Singular Maskulinum steht, weil ja der Gaukathorir ein Mann ist. Hier steht auch nochmal Han,
dann wissen wir ganz deutlich, dass es ein Mann ist. Und da müsste ja eigentlich ein er stehen als Personalendung in Nominativ Singular Masculinum. Aber hinter N, L und S wird das ja assimiliert zu einem auch N, L oder S, je nachdem, was halt davor steht. Okay, dann habe ich die anderen nochmal so als Beispiel, also wenigstens eins davon genommen, selten und dichterisch sind Mangi etc., niemand, das hat auch noch ein kleines Paradigma, und Vatki, nichts. Asa ok alpha, her inieru, Mangi fier i orvi winner. Von den Asen und Elfen, welche hier drin sind, ist dir dem Wort nach niemand Mangi ein Freund? Und zu guter Letzt noch das Relativpronomen. Das ist zum Glück recht unspektakulär. Das Relativpronomen ist eigentlich nur eine Partikel, weil es unveränderlich ist. Das ist sehr auffällig auf jeden Fall. Es gibt allerdings eine ältere und eine jüngere Form, je nach Alter des Textes. Die ältere Form ist dieses er und die jüngere Form ist sem. Und ganz selten können auch mal at oder ok als Relativpronomina auftreten. Dann habe ich hier eine Reihe von Beispielsätzen einfach gemacht. Umhaustet vor Haralder Konunges Söder Iland. Methatli flest. Er veracht die Heimili. En erlenger Konunges satta ebder meth sinu livi. Im Herbst fuhr König Harald südwärts ins Land mit dem größten Teil seines Heeres. Welches, das kriegt jetzt einen Relativsatz, darum er. Veracht die Heimili, welches dort seine Heimat hatte. Und König Erling blieb mit seinem Heer zurück. Also hier eingeleitet durch das R. Nächster ist Hrolfe war Wikinger Mikil. Han was war Mikil Mother Vexti. At Engi Hester machti Berahan. Ok Gechan Hvargi Sem Han Föhr. Vor, Entschuldigung. Han war Kalaver Göngur Hrolfe. Hrolf war ein großer Wikinger. Er war ein so großer Mann an Wuchs. Das ist eine relativ häufige Ausdrucksweise im Altnordischen auch. Man ist immer schön an Aussehen oder reich an Reichtum oder groß an Wuchs oder sowas. Und das wird dann entweder mit at plus Akkusativ ausgedrückt oder mit at plus Dativ oder mit einem bloßen Dativ. Das findet man wirklich sehr häufig bei solchen Charakterisierungen. Auf jeden Fall war er so groß. Ad Engi Hester, hier nochmal Negativpronomen, Engi und Hester, kein Pferd, vermochte ihn zu tragen, also ihn tragen konnte. Und er ging überall, da wo er hinfuhr, zu Fuß. Also dieses Gech kommt von Ganga und Ganga heißt eindeutig zu Fuß gehen. Wir müssen das natürlich nochmal extra ausdrücken mit erging und dann zu Fuß, um es nochmal klar zu machen, dass es mit den Füßen ist. Genau, überall hin wo, also hier ist der Relativsatz und der weist dann auf das Ziel seiner Bewegung quasi hin. Und darum wurde er der G-Rolf oder Gang-Rolf genannt. Vorletzter Beispielsatz ist Tha gech gedha og agli, at agli og melti. Ekmun segja ther egil tivendi thau sem her eru med os. Da ging Gida zu Egil. Man beachte hier, dass Dativ Singular I ruft keinen E-Umlaut hervor, im Gegensatz zu seinem normalen I, was Teil seines Namens ist. Darum wird hier Egil zu Agli. Auf jeden Fall, sie ging dahin und sprach. Ich werde dir, hier nochmal Personalpronomen im Dativ, Egil,
die Neuigkeiten sagen, hier nochmal Demonstrativpronomen, welche Sam, hier das andere, das etwas modernere Relativpronomen, her ero met os, also welche es hier bei uns gibt. Hier ist nochmal ein Personalpronomen. Also wie gesagt, um Pronomina kommt man nicht rum. Und dann habe ich noch ein Beispiel mit at rausgesucht. Thatvar eit haust at tharva gildi fjölment. Ok varuther björk ofer fethgar i gildinu göfgastermen. Das war in einem Herbst, in dem es da ein gut besuchtes Festmahl gab. Also Gildi ist das eigentlich Gilda ist das Festmahl. Und nee, Quatsch, Gildi ist das Festmahl. Und wie ist das? Das ist Fjölment, also vielmenschig oder vielmannig. Dann würden wir das im Deutschen mit gut besucht übersetzen. Und es waren da Björkolfer und Fethgar ist entweder der Vater und sein Sohn oder der Vater und seine Söhne, aber hier ist es kontextuell, es ist nur ein Sohn. Also sind es sie, Björkolf und Sohn, die waren auf dem Fest die angesehensten Männer. Göfengastier, hier haben wir wieder ein Superlativ. Ja, und das war's dann auch schon zu den Pronomina im Altnordischen. Damit haben wir eigentlich alles abgedeckt, außer diesen paar kleinen Nebenformen, die dann noch vorkommen mit dem Red Key und Mangi, die ich jetzt noch mal kurz gestriffen habe.